Liebe Strategiefans, willkommen zurück und wir werden jetzt sofort das Jahr beenden und sind gespannt, was die Römer und die Babylonier machen. Als nächstes sind ja die Griechen dran, von denen werden wir aber wahrscheinlich keine Bewegungen sehen. Oh, die Römer, die geben so viele Befehlspunkte nicht militärisch aus. Da haben wir praktisch gar nichts gesehen. Ich glaube, darum hat ein Schleuderer einmal kurz geschossen. Und die Babylonier, die... Na gut, die feizen jetzt hier einiges am See. Und dann ziehen sie sich jetzt zurück. Spannend. Das gefällt mir natürlich hervorragend, dass sie da... Eine Einheit durch den Wald, oder zwei Einheiten sogar, das war ja ein Axtkämpfer und ein Bogenschütze, durch den Wald zurückziehen und dadurch ihre Befehlspunkte verbraten. So, jetzt haben wir hier ganz viele Events. So, der Patriarch, Religionsoberhaupt des Zoroastrismus, hat erfolgreich bei Kanzler Ulili interveniert. Und da haben wir jetzt zufrieden plus 130. Ja, und so eine Intervention gibt halt plus 60 und ein normales Beeinflussen gibt nur plus 40. Und jetzt haben wir hier, ja, den kannst du halt Frieden gestellt. Ja, okay. Kostenmodifikator für Missionen minus 25%. Modifikator für Ressourcen. 50%. Okay, gut. Achso, es gibt minus eine Legitimität, dadurch, dass es interveniert wurde. Ja, gut. Okay. So. Sie ist im Kampf gefallen, das heißt aber nicht, dass wir dort eine Schlacht verloren haben. Neues Oberhaupt. Statthalterin gestorben im Alter von 58. Und der Kanzler ist jetzt das Familienoberhaupt, den wir so zufrieden gestellt haben. Und zufrieden auf freundlich gesonnen. Jede Stadt der Adarsis minus 20% Unterhalt. Und wir sind Redner. Das gibt zwei Befehlspunkte für jede Stadt der Adarsis. Und jede Einheit der Adarsi plus 10% Kampfstärke. Okay. So. Was mit den Tutorials wisst ihr ja aus den letzten Folgen. Dann. Okay. Neue Generalin wählen. Könnt ihr mal. Ja, mal schauen, was wir da zur Verfügung haben. Hier eine 26-Jährige. Ja. Machen wir. Ein Befehlspunkt und 100 Ausbildungspunkte. So. Dann haben die sich hier zurückgezogen. Wir blenden mal die Gefahrensituation ein. 1, 2, 3. Ah, okay. Der Scharfschütze steht ein bisschen weiter hinten. Wurde geheilt. Da sind keine Wälder. Das heißt, wir können die mit unserem Bogenschützen sehr gut beschädigen. Der Streitwagen ist ja natürlich super geschützt in der Stadt. Und wir werden natürlich nicht an die Küste ziehen, weil dann könnten uns hier die gegnerischen Schiffe angreifen. Da ist halt noch ein Bogenschützer. Okay, ich mach das mal wieder aus. Wir haben selber leider keine Scharfschützen. Also wir müssten
dorthin ziehen. Oder halt auf den Hügel. Aber ihr seht schon, was das für Befehlspunkte kosten würde. Wir können auch auf den Hügel. Da hätten wir dann selber gegen Fernkampf plus 50%. Und eine Reichweite mehr. Und da hinten ist auch ein Hügel. Aber da wären wir dann an der Küste, das wollen wir ja nicht. Also der Spot wäre für einen Bogenschützen schon mal sehr gut geeignet. Aber ihr seht, wir machen hier nur 0, also 1 TP Schaden. Wenn wir direkt dran wären, 3 TP bzw. 1,5 Balken. Hier wäre zumindest ein Gebüsch, also auch gut für Fernkämpfer. Der Axtkämpfer könnte hier angreifen. Also den einen Bogenschützen werden wir, denke ich, mal rausnehmen. Die Römer haben hier gar keine Einheiten mehr. Also wir müssen damit rechnen, dass wir dann angegriffen werden von... Ja... Da können wir nicht rein. Hier die Kontrollzonen, die hindern uns daran. Also wir müssen damit rechnen, denke ich mal, dass wir... Moment mal. Der Streitwagen kann direkt da reinziehen. Der ist, der wird nicht aufgehalten von Kontrollzonen. Okay. Aber das ist natürlich ein gefährlicher Spot. Aber wir können nur von einer Wassereinheit angegriffen werden. Ja. Mit der neuen Information schaffen wir es, da beide Bogenschützen rauszunehmen. Der Streitwagen kann natürlich aufräumen. Er könnte dann, wenn wir es schaffen... Ja, hier oben sind ja nur noch 3,5 Balken. Er macht schon alleine 2. Wenn er nicht mehr da wäre, könnten wir ja praktisch da reingehen und danach in das Feld und dann hier angreifen. Würde erst der Streitwagen da reingehen, hätte noch sein durch aufreiben, könnte er auf dem Nachbarfeld noch angreifen. Und dann könnte der Axtkämpfer da reinziehen. Und dann müssten wir hier mit mehr Axtkämpfer und Streitwagen. Zweieinhalb. Plus zweieinhalb. Na okay. Dann wären noch 2,5 Balken, die wir da runterkloppen müssten. Also hier 2,5 durch Bogenschützen. Und da 3,5. 2,5 durch Bogenschützen, 3,5. Bin 1,5. Das wäre nur einer. Noch ein Streitwagen. Okay. Fang einfach mal an.
Haben wir einen Bogenschützen, der in die Entfernung egal ist? Scheint jetzt gerade nicht so zu sein. Nee. Angriff. Oi. Angriff. Jetzt hat er noch 2,5. Reicht noch nicht ganz. Axtkämpfer würde auch nicht reichen. Okay. So, das heißt, wir brauchen auf jeden Fall den Bogenschützen noch, aber der muss ja nur einen halben Balken wegmachen. Das heißt, der könnte den Spot besetzen. So, und jetzt mit einem Streitwagen. Da rein. So, jetzt geht der Streitwagen da rein. Kann dann hier nochmal angreifen. Und wir müssen da irgendwie noch 5 Balken wegkriegen. Und jetzt können die Axtkämpfer sich auch da rein bewegen. Naja, bringt aber nicht wirklich was, weil der Streitwagen, der kann ja auch da rein. Und da ist halt jetzt der Arbeiter aufgetaucht. Ja. Aber wir können... Ja, hier den... Nee, bringt das was? Wenn wir jetzt hier den Arbeiter rausnehmen, könnten die beiden Axtkämpfer halt sich auf die beiden Felder stellen und hier angreifen. Mit Eilmarsch. Da könnten wir zweimal mit Axtkämpfern angreifen, dann noch einmal mit einem Streitwagen. Hier plus 10% gegen Fernkampf. 10% gegen angeschlagen bringt, also macht keinen Unterschied. Hier haben wir nochmal Angriff plus 10%. Mal so. Aufgreifen, der ist immer noch ready. Ja, jetzt halt mit den Axtkämpfern da rein. Oder direkt die Stadt angreifen, ja. Nee. Einmarsch. Ruhig jetzt. Hier sehr offensiv gegen die Einheiten vorgehen. Da fehlt ein halber Balken. Fehlt ein halber Balken, Leute. Schleuderer mit Eilmarsch. Boah. Teuer. Dann müssten wir 3 Befehlspunkte kaufen. Und dann hätten wir den Bogenschützen eliminiert. Können dann halt in der Runde nichts anderes mehr machen. Stadthalterin gestorben. Neue Stadthalterin wählen. Stadthalterin würde halt auch wieder bedeuten. Da haben wir keine guten zur Auswahl. Okay, dann hat sich das erledigt, zum Glück. Ja, halt auch wieder einen Befehlspunkt weg. Also, wir geben 300 Ausbildung aus.
um den Bogenschützen zu töten. Und 11 für Filzpunkte. Ah, teuer. Irgendwas übersehen? Der wäre auch nicht schneller da. Ich? Minus 3, nee. Wir stellen den Schleuderer mal dahin, weil der kann ja von dort aus auch noch die Stadt angreifen. Einmarsch. Kritischer Treffer. Machen wir das rückgängig? Hätte er auch erst mit dem Schreitfang angreifen können. Hätte auch kritten können. Nee, okay. Das wusste ich vorher. Das war jetzt keine neue Spielinformation. Wir lassen das so. Ja, haben wir zwei Bogenschützen rausgenommen. Und die Babylonier sollten eigentlich nicht in der Lage sein, etwas von uns so zu zerstören. Gut, hier können sie halt angreifen mit einem Streitwagen, dem Bogenschützen, mit einem der Schiffe. Ja, aber das... Das hält ja schon aus, würde ich sagen. Gut. Ja, noch zwei... Ach, wir kriegen ja zwei Befehlspunkte wieder, wenn wir eine Einheit zerstören. Ja, dann können wir hier... Ja, der Streitwagen, da muss man eine Runde aussetzen. Und die Miliz könnten wir heilen. Ne, die heilt sich mal von alleine. Und dann hätten wir halt noch zwei Befehlspunkte für Arbeiter. Da können wir leider kein Sägewerk bauen. Weil wir da noch nicht unsere Grenzen erweitert haben. Andere Arbeiter, die besser positioniert sind. Jüdischer Tempel. Kann man machen, aber wo ist denn das Kloster? Haben wir auch noch nicht gebaut. Ach, ein Tempel kostet Steine, aber kein Holz. Und ein Kloster kostet Holz. Und Holz haben wir nicht. Okay. Ja, machen wir das ruhig. Gibt ja auch einen Befehlspunkt. Und Kultur, dann wächst die Stadt schneller. Keine Befehlspunkte mehr, okay. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Ja, sehr schön. Die Römer haben jetzt auch Bogenschützen. Und Babylon zieht sich wieder in die Offensive. Oh, die haben mit den Bogenschützen nicht mehr geschossen? Oder kommt da noch was? Greifen sie die Skythen noch an. Es sind Fernkampfschiffe. Man kennt euch nun unter dem Namen Rimut Adad der Herrliche. 90er Legitimität.
Ja, wunderbar. Wir haben das Ishtar-Tor gebaut. Plus 2 Wachstum, plus 6 Kultur. Plus 2 Siegpunkte. Ein Wachstum pro Jahr pro Kulturstufe. Und alle Städte bekommen 100 Kultur. Schaut euch das an. Wir führen. Ja. Und die Sargoniden haben den Zoroastrismus angenommen. 2000 Geld. Fertig in einem Jahr. Wir haben die Münzprägung erforscht. Wir können unseren Kanzler jetzt einsetzen, um die Unzufriedenheit zu senken. Und wir haben einen super König, der ist gerade mal 32 Jahre jung und hat schon den Titel, dass er uns 90 Legitimität gibt. Der Herrliche. Ja, wunderbar. Kam direkt an die Macht, ich glaube im Alter von 4. Ja. 20 Befehlspunkte durch die Legitimität. Und halt bei allen Familien 201 Ansehen. Sehr gut. Wir haben ganz viel Stadtkapital. Also wir könnten problemlos neue Gesetze einführen für 400 Stadtkapital. Alle Städte plus 4 Geld pro Spezial. Ist, wenn wir Verfassung einführen. Das ist doch stark. Wir haben noch ganz viele Spezialisten. Ja. Dauert auch nur ein Jahr. Zusätzliches Geld. 2000 Geld halt sofort. Könnten wir Heine bauen. Ja, das hat uns... Da haben wir relativ viele Möglichkeiten, Heine zu platzieren. Der Elefant. Amelbogenschützer. Nahrung ist auch so ein Thema. Da können wir Forschung stehlen. Trireme bauen. Boah, Trireme ist stark. Hafen. Ja, 2000 Geld sind verlockend. Erfassung aber auch. Verfassung. Das ist der Weg, den wir einschlagen werden. Wir werfen zuerst einen Blick auf die Front. Ich glaube, der Streitwagen hat hier den Axtkämpfer angegriffen. Aber der Bogenschütze hat er nicht mehr geschossen. Und wir schauen uns hier die Schiffe nochmal an. Die Reme. Da steht nichts von Fernkampf. Habe ich das gerade falsch gesehen? Hat eventuell der... Das war andersrum. Die Sküten haben hier auf die Reme geschossen. Und weil er auf einem Hügel steht, hat er eine Reichweite mehr und kann halt doch dort angreifen. Jawohl, okay. So. Was wir hier für eine massive Armee haben, Wahnsinn. Und die alle wieder wegzubewegen, kostet dann auch wieder richtig viele Befehlspunkte. Okay, also... Erstmal die Bogenschützen, die kosten ja keine Befehle. Also nur ein Befehl fürs Angreifen. So. Die beiden würden schon reichen. Was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Warum? Ah. Moment, da habe ich was falsch gesehen. 2,5? Und 4. Verstehe ich nicht.
Oder habe ich das falsch gesehen? Macht er nicht 4 Balkenschaden, sondern nur 3? Ne, der macht doch 3 Balkenschaden. Minus 8 TP. Warum macht denn jetzt nur noch 1,5 Schaden? Wird er nochmal aufgewertet? 1, 2, 3, 4. Verteidigung 8,5. Angriffsschaden 5 TP. Verteidigung 7,2. Angriffsschaden 8 TP. Also der macht jetzt 8 CP Schaden, Verteidigung 7,2. Das Spiel kaputt. Was ist denn da jetzt passiert? Angriff 8,5. Also Verteidigung ist gleich geblieben. Angriff 8,5, Verteidigung 7,2. Macht vorher 8 Schaden. Ich habe das aber schon ganz oft so ausgetüftelt. Also, zumindest dachte ich immer, dass das funktioniert. Also, ich mache jetzt das noch einmal. Schau noch mal auf die Texte, die da aufploppen. Aber ich bin überfragt. Keine Ahnung. So. Müssen wir hier noch? Na gut, wir gehen dahin, um auch schneller wieder dahin die Stadt anzugreifen. Keine Ahnung. Also wenn euch was aufgefallen ist, schreibt es gerne in die Kommentare. So, wir greifen da die Stadt an. Er kann sich hier leider nicht heilen. Er würde halt, wenn wir ihn dahin bewegen. Oh, die müssten ja durch den ganzen. Nee, die würden keinen Eilmarsch machen, um den hier dann anzugreifen. Oder? Können halt unserem Verbündeten heilen. Müssen wir aufpassen. Können eigentlich von einem Bogenschützen getroffen werden. Ah, machen wir es ruhig. Heilen wir den hier. Wertvolle Axtkämpfer. Und dann hier angreifen. Okay. Gut. Ja, und dann in der nächsten Folge werden wir dann Marat, denke ich mal, einnehmen. Ja. Und wir sind auf Platz 1. Gut.
zum nächsten Mal. Bye, bye.